Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy. Und ja, ich möchte euch jetzt mal ganz kurz für die Leute, die es jetzt gerade das Spiel neu anfangen, die ersten kleinen Tipps geben, die man wirklich drauf achten muss. Natürlich nehme ich hier, mein Charakter, mein Profil. Ich werde jetzt hier kein neues Spiel starten, das macht auch wenig Sinn. Dabei erstmal Score. Und da geht dann gleich schon mal vorweg, wenn ihr also das Spiel startet und die erste Map auswählt, also landet ihr mit einer Rakete runter und dann landet ihr so in der Nähe des Wassers, vermutlich bisschen links, bisschen rechts oder so. Ist hier nicht so wichtig, dass was man wirklich beachten sollte, ist die Wasserstelle nicht zu verlassen. Natürlich ist jetzt hier immer alles bisschen dunkel, leider, so wie hier. Hier habe ich eine Wasserstelle, was ihr wirklich auch immer mitnehmen solltet. Das zeige ich euch mal hier hinten. Sind diese Steinchen da hinten. Das sind bläuliche Steine. Ach, scheiß drauf, auf die gefallen, dass ich jetzt hier irgendwie von Piranhas angegriffen werde oder verhungere oder so. Egal. Das sind blaue Steine, die solltet ihr immer am Anfang mitnehmen. Podcast, ich komme hier irgendwie hoch. Ah, beinahe. Scheiße, Fackel ist dabei aus. Ja, das ist auch realistisch bei diesem Spiel. Im Wasser und so gehen die Fackeln oder sowas immer aus. So, diese Steine sind sehr wichtig. Das ist Oxid, das zeige ich euch mal. Ja, leider kann ich hier nur Licht oder Haken. Da steht drauf, Oxid. So, dann gebe ich euch mal diesen Tipp, diesen Oxid kann man immer so schön hier reintun und dann bekommt man wieder die Sauerstoff durch, also wieder neu. Natürlich muss man Kälte, Wärme beachten und natürlich kann man erst ab Level 5 sein erstes Gebäude bauen. Oder eher gesagt, das war sogar Level 4, da kann man schon anfangen mit Gebäude bauen. Zumindest ganz simpel. Also nur mit Fußboden, Decke und sowas. Also leider nicht wirklich atemberaubend gut. Aber die Fackel ist auch immer sehr gut. Also am Anfang ist wirklich Leveln sehr angesagt. Das machen wir dann hier mit F. Einfach Punkte sammeln, Steine hauen und Bündel bauen. Wenn ich jetzt meine Basis wiederfinden würde, würde ich mich freuen. Das ist die Dunkelheit. Ach, hier, okay. Oder auch nicht. Ach, scheiße. Hab mich schon wieder verirrt. Das ist das Problem hier bei der Dunkelheit. Man sieht hier echt nichts. Kann sein, dass ich auf völlig verkehrte Seite gelaufen bin. Aber ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Also auf jeden Fall immer so punkten, mit Steine hauen. Und dann hier im Inventar und der Herstellung diese Bündel bauen. Die kann man sich hinlegen im Dispos und dann hast du immer 100er Stacks Holz oder Stein, was denn da ist. Bett sollte man sich auch noch kümmern, aber erst langsam. Erst langsam, weil man dafür Fell braucht, um das Bettchen hinzustellen und die Tiere kriegt man am Anfang so schlecht tot, auch nicht mit Pfeil und Bogen. Da muss man wirklich schon ein bisschen fit sein. Also bleibt dabei unter diesem Technikbaum im Moment unter Rang 1. Hier kann man sich halt noch ein bisschen die Technik erlernen. Im Stück für Stück mäßig, so wie hier diese Bündel, Bett, Lagerfeuer. Sehr gut für Nahrung. Da kann man auch am Anfang erstmal nur Fisch essen. Also da will ich immer Stück für Stück Fisch oder die Bären, die hier, also die Bären, die da unterwegs sind, ein bisschen einsammeln. Das wäre noch ein kleiner Tipp nebenbei. Das funktioniert denn so. Talente würde ich hier, auch wenn es im Moment sehr bisschen verschwenderisch ist, nicht unbedingt auf Farm gehen, sondern tatsächlich hier die ersten drei. Das ist Leben. Maximal Gesundheit und sowas alles. Das ist wirklich sehr wichtig, damit man besser zurechtkommt. So, hier ist dann meine Map. Hier kann man sich dann ein bisschen orientieren, wohin man laufen muss. Ja, wie ich sage, habe ich mich natürlich völlig verirrt. Ich muss nämlich hier rüber. Das ist meine Map.
Natürlich sieht die Karte mit den Planeten wirklich sehr gut aus. Und man kann natürlich auch rennen, aber auch da muss man gucken. Ausdauer bedeutet natürlich, ja, auch der eine oder andere Schwierigkeitsgrad. Da haben wir wieder Oxid. Wie gesagt, braucht man. Und zwar wirklich mehr als ein Lieb ist. Da fängt das schon an. So. Natürlich sieht man jetzt so natürlich auch nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Spiel in der Hand habe. Wenn ich jetzt sterbe, fange ich nämlich mit die Level von vorne an. Und das sieht auch beinahe so nach aus, dass ich keine Chance habe. Das war's. Damit startet sich das Spiel nochmal. Das können wir gerne auch nochmal zeigen, was passiert, wenn man stirbt. Weil da fängt man mit den ganzen Level und ganzen Charakter nochmal von vorne an. Das machen wir in dem Maßen, wenn die Zeit abgelaufen ist, mit F-Taste gedrückt halten. Gerade wenn man Solo spielt. Es ist für ein Solospieler nicht besonders geeignet. Sollte man doch mit mehreren Personen machen. Also ja, wollen wir, muss ich. Dann beginnt das Spiel auch. Kein Bett gefunden. Habe ich ja nicht. Also spawne ich einfach hier wieder runter. Natürlich sieht man jetzt wieder rein gar nichts. In der Nähe wieder des Wassers. Dann muss man die Basis eben halt suchen. Und man kann seine Sachen auch wiederfinden. Leider auch nicht ganz so einfach. So, natürlich ist es jetzt dunkel. Hier kann ich dann gucken. Ich bin jetzt hier voll mittendrin gelandet. Hier hinten sind meine Sachen. Finde ich jetzt eh nicht wieder. Pech gehabt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, Leute, ne? Wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und dann erstmal Game Over.